Hallo Leute, ich bin Silou und ich habe heute etwas Passendes für die sommerlichen Temperaturen für euch. Wie ihr vielleicht sehen könnt, es ist sehr warm draußen. Und zumindest bei mir ist es so, wenn es so heiß ist, trinke ich ungern sehr starke, kräftige oder rauchige Whiskys. Wenn es so heiß ist, darf es bei mir tatsächlich auch mal etwas leichter sein. Und dafür habe ich heute den perfekten Whisky für euch. Und zwar geht es um den Jura Rum Cask Finish. Nicht wundern, ich habe ihn zu Weihnachten ein Sample geschenkt bekommen. Die Flasche sieht normalerweise nicht aus wie ein Lebkuchenmann, sondern so, ich blende sie euch ein. Hat einen interessanten Design-Change durchgemacht in den letzten Jahren, Jura. Waren am Anfang sehr, sehr klassische Flaschen. Vielleicht kann ich euch ja eine einblenden. Und jetzt sind die sehr bunt, sehr farbenfroh, sehr künstlerisch. Finde ich ziemlich cool. Jura Rum Cask Finish sagt viel aus, ohne viel auszusagen. Wir haben ein Knowledge Statement. Wir haben ein Ex-Bourbon Cask vorher gehabt und dann ein Finish, also quasi eine kurze Reifezeit im Rumfass. Genau, er ist, soweit ich weiß, gefärbt. Also diese satt goldene Farbe, die wir hier im Glas haben, die ist nicht natürlich. Was aber auch absolut nicht schlimm ist. Ich schnupper gleich mal dran und dann erzähle ich euch ein paar Fakten zur Jura Distillery und zur Insel Jura selbst. Das ist nämlich ein ganz besonderer Flecken Erde. Also der ist super fruchtig. Gleich die allererste Nase, sehr spritzig, frisch, helle Früchte, zitrusartige Früchte, saftig. Ich muss an so eine Ananas denken, so im ersten Moment. Und dann so ein bisschen wie so karamellisierter, angekokelter brauner Rohrzucker liegt da drunter. Aber ich finde, er riecht relativ kräftig. Ich glaube, der hat 40% in der Flasche. Dafür riecht er für einen nicht rauchigen Whisky sehr kraftvoll. Und für mich ist das ja immer noch nicht ganz so einfach, diese sehr leichten Whiskys zu verkosten, weil die natürlich einfach ein bisschen weniger offensiv sind in ihren Geschmäckern. Was ich interessant fand bei der Jura Distillery, bin ich dieses Jahr erst gewesen. Es ist alles sehr industriell und sehr eng beieinander. Also die Brennerei ist durch mehrere Hände gegangen. Dann haben dort Leute eigentlich so ziemlich alles an Gerätschaften, was dort drin war. Die haben Whisky hergestellt, dann hat der Besitzer gewechselt, dann haben sie irgendwie alle Gerätschaften rausgenommen aus dem Ding. Dann wollte der irgendwie das brach liegen lassen und nichts damit machen. Da haben sie dann das Dach abgemacht, weil man in Schottland keine Grundsteuer zahlen muss für ein Gebäude, was kein Dach hat, weil es nicht als Gebäude gilt. Also stand das ewig da ohne Dach rum. Und dann wollte jemand neue Arbeitsplätze schaffen auf der Isle of Jura. Und das hat die Insel tatsächlich auch ein bisschen nötig, weil die großen Dinge, die es dort gibt, sind das Jura Hotel und die Jura Distillery. Und die liegen 5 Meter auseinander und das war's. Es gibt eine einzige Tankstelle, die hat Montag, Mittwoch und Freitag von 12.30 Uhr bis 14 Uhr offen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt auf dieser Insel keinen Kompressor. Also falls ihr dort einen Platten habt und kein Ersatzrad habt, seid ihr am Arsch. Man kommt auf die Insel tatsächlich auch nur von der Isle of Islay. Das heißt, du musst mit einem Flugzeug oder einer Fähre oder mit dem eigenen Auto bis nach Schottland fahren. Dann musst du mit der Fähre auf die Isle of Islay fahren oder du fliegst dahin, da gibt es immerhin einen Flughafen. Dann fährst du von der Isle of Islay mit einer kleinen Fähre auf die Isle of Jura. Das dauert 5 Minuten. Und dann stehst du auf der Isle of Jura im Nirgendwo und fährst erstmal eine halbe Stunde, 40 Minuten auf Straßen, die richtig schlecht sind. Also wirklich richtig schlecht. Und ja, dann gibt es dort nichts. Also doch, es gibt sehr viel dort. Es gibt ungefähr 5000 Rothirsche.
und ich glaube 197 Einwohner auf der Insel. Also dann, um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen. Super tolle Insel zum Wandern, zum Radfahren. Wer einfach mal an die Zederwelt möchte, die Natur genießen möchte, Rothild am Strand sehen will, also wirklich dafür die Top-Insel, um in die Natur, ins Nichts zu fahren. Es gibt halt jetzt nicht viel drumherum. Es gibt einen Supermarkt, ein Hotel, eine Destillerie. Und ja, das war's auf der Insel. Genau, was ich eigentlich zur Altura Distillery sagen wollte, bis ich abgeschwiffen bin. Es ist alles sehr eng, sehr klein, sehr dicht beieinander, sehr so einfach in dieses Industriegebäude reingequetscht. Trotzdem hat es irgendwie so seinen ganz eigenen Stil. Ich fand, es war so, überall war so ganz dunkel angelaufenes Kupfer und auch so diese alten quadratischen, ausgeblichenen Fenster. Das hat mich alles so ein bisschen an die Industrialisierung erinnert. Oder auch so ein bisschen an so Steampunk-Style. Also hat einen ganz eigenen Charakter, diese Brennerei. Sehr charmant, habe ich so vorher noch nicht gesehen. Und was ich auch bisher noch nicht so oft gesehen habe, war ein Lagerhaus, in dem die Fässer nicht in drei Reihen liegend übereinander gelagert werden, sondern die wurden stehend gelagert. Nee, doch liegend gelagert, aber in so ganz hohen Rigs. Also ich vermute natürlich, in den meisten Distillerien wird es das auch geben, einfach weil das wirtschaftlicher ist, aber halt in den nicht öffentlichen, nicht so hübschen Warehäusern. Und man sieht ja bei den meisten Distillerien immer das älteste Warehouse, was es gibt, und da ist das alles ganz traditionell und schick gemacht. Aber dort, die haben halt nur ein Warehouse und haben das dann entsprechend auch alles dort so in Reihen von, ich glaube, 6 oder 8, 10, irgend sowas, lag da übereinander an Fässern, und dort drin hat man dann tatsächlich auch am Ende den Whisky verkostet. Unter anderem den Rumpfass-Finish. War dort tatsächlich für mich sehr leicht und schwer zu greifen. Hier jetzt bei dem heißen Wetter, wo es echt so von hinten die Hitze drückt in den Rücken, finde ich den super kräftig, super fruchtig, spritzig, erfrischend. Ich bin gespannt, ob sich das so in den Geschmack weiterzieht. Slange. Oh ja. Sehr angenehm auf der Zunge. Brennt nicht, Alkohol gut eingebunden. Hat so ein bisschen... Also ich fange vorne an. Am Anfang sehr so sauerfruchtig. Dann wurde der sehr weich, wie so ein saftiger Pfirsich. Fast. Und dann ist er ein bisschen so ins sehr holzige, tanninige, so dieses Herbe abgekippt, was ich persönlich ja nicht so mag. Wer das mag, für den ist das natürlich der Whisky. Das war mir so ein bisschen... Aber er bleibt schön lange im Mund, er hat ein schön öliges Mundgefühl, bis auf die Tannine, die so ein bisschen die Zunge trocken machen am Ende. Bleibt er auch schön lange da, ist angenehm im Abgang, warm. Jetzt verschwindet der Geruch so ein bisschen, das habe ich bei Jura schon öfter mal gehabt, dass so nach dem ersten Schluck Trinken in der Nase auf einmal so gar nichts mehr passiert. Oh, langsam werde ich alt, auf dem Holzplanken hier sitzen. Wird irgendwann unangenehm. Aber... Na, jetzt wird er wieder ein bisschen kräftiger. Ist übrigens tatsächlich einer der Lieblingswhiskys meiner Mama. Die mag den ganz, 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 ganz doll. Umso mehr hat sie sich gefreut, dass wir dieses Jahr gemeinsam in der Destillerie waren. Ja, er wird dann wieder so ein bisschen kräftiger, aber so diese super kräftige Nase vom ersten Riechen habe ich jetzt leider nicht mehr drin. Aber die Ananas ist auf jeden Fall noch sehr vordergründig. Aber so eine sehr süße Ananas, nicht so wie man das in Deutschland manchmal kriegt, diese unreifen, total sauren, festen, harten Dinger, sondern eher so eine richtig süße, saftige, reife, frische, kühle Ananas.
Ich probiere noch einen zweiten Schluck. Slange. Sanfter, fast so ein bisschen karamellig am Anfang. So dieser, was ich vorhin meinte, so mit diesem angekokelten Rohrzucker. Das kam jetzt am Anfang ein bisschen mehr raus. Dann ging das wieder so leicht in diese Pfirsich-Ananas-Note rein. Aber nur wirklich, das ist nur so ein Piekser. Und hinten raus, ja, das bleibt tatsächlich das Holz. Also dieses sehr tanninige ist jetzt geblieben. Ist jetzt nicht schlimm, da hatte ich schon unangenehmere, aber ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, geil. Mein absoluter Favorit, also. Preislich habe ich das jetzt nicht im Blick, aber die sind jetzt nicht utopisch teuer. Die sind in einem normalen Preisfeld, wie man das eben so momentan hat an Preisen. Ich finde den jetzt gar nicht schlecht. Als ich ihn das erste Mal probiert habe, wie gesagt, fand ich den nicht ganz so Bombe. Da war der mir zu leicht, da ist irgendwie so gar nichts passiert. Ist halt aber auch schwierig da mitzuhalten, wenn man alle Eiler-Brennereien in 10 Tagen macht und dann Jura noch so da mit rein squeezed. Aber jetzt fand ich ihn gar nicht schlecht. Solide. Ja, das sind solide 6 von 10 Punkten, würde ich sagen. Ja, der ist nicht verkehrt. Die Nase finde ich tatsächlich noch einen Funken besser als den Geschmack. Trotzdem ein super sommerlicher Whisky, schön leicht und vor allem auch top, wenn ihr den in Cocktails mischen wollt oder so. Also da bringt ja nochmal so eine richtig, seine ganzen Aromen nochmal besser raus. Vielleicht probiere ich den heute Abend auch mal in einem kleinen Cocktail, mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr das Video hört. Und hoffe, dass bald auch mal ein Jura Rum Cask Finish in eurem Glas landet. Slange!